Moin, ihr Lieben. Oder sollen wir sagen Bonjour? Ich weiß nicht. Ja. Wir sind deutsch. Aber wir sind in Frankreich. Ja. Heute gibt es mal eine ganz mikro-winzige Stellplatzvorstellung. Im Schlafanzug mit schruppigen Haaren, weil wir gerade von unserem Morgenspaziergang am Strand kommen. Wir sind hier in Südfrankreich an der Côte d'Azur und der Stellplatz heißt Ratatouille. Nein, er heißt Ramatuelle. Ramatuelle. Genau. Hier in der Stadt Ramatuelle. Oberhalb des Stellplatzes und nur 8 Kilometer entfernt von Saint-Tropez. Richtig. Er ist komplett, also er hat nur eine Fern- und Entsorgung, er hat keinen Strom. Ja. Ja. Man muss autark sein und hat Platz für 130 Wohnmobile. Das ist okay. Also ja. Wie gesagt, wenn ihr hierher fahrt, ich denke mal, ihr findet immer einen Platz. Obwohl, wie gesagt, wir haben Dezember und wenn ich jetzt hier drauf schaue, er ist schon bis oben hin voll. Ja, genau. Wir haben heute nämlich den 30.12., stehen ganz kurz vor Silvester, was wir in Frankreich feiern werden. Mhm. Silvester in Frankreich. Mhm. Der Platz hier kostet 6 Euro und dann steht da noch was dran, 66 Cent Taxe. Ich denke mal. Da werden wir gleich mal gucken. Das ist wahrscheinlich 66 Cent Kurtaxe pro Person. Denke ich auch. Da werden wir mal schauen. Hunde sind hier sehr gern gesehen, sind an der Leine zu führen. Die kann man am Strand aber laufen lassen. Am Strand kann man sie laufen lassen. Was mir wahnsinnig aufgefallen ist, sowohl in ganz Frankreich als auch in Spanien, wo wir jetzt gewesen sind, die Leute lassen ihre Hunde mitten auf dem Stellplatz kacken und machen es gehen nicht weiter. Weg. Liebe Hundebesitzer, also, unvorstellbar. Ihr wundert euch, dass an so vielen Orten keine Hunde mehr erlaubt sind, wenn ihr den Kack nicht wegmacht. Also schlimm. Ich finde das echt schlimm. Themawechsel? Ja. Wir zeigen euch den Platz. Genau. Ja, hier neben dieser Mauer. An der Mauer, wo wir standen. Genau, findet ihr die Müllentsorgung. Hier wird getrennt, ne? Gelb ist Plastik, grün ist Glas, rot ist Papier. Papier, genau, rote Mülltonnen, Bordeaux rot, habe ich auch noch nie gesehen. Habe ich auch noch nie gesehen. Ja. Ja, auf jeden Fall sind hier mehr als genug Mülltonnen und heute Morgen um 6, deswegen sehe ich auch so aus, wie ich aussehe. Du siehst immer so aus. Und deswegen bin ich auch so früh schon auf, weil ich wollte euch nur mal eben sagen, wir haben es kurz nach 8, ne? kam nämlich schon die Müllabfuhr und hat das alles gereinigt. Ja. Hier vorne in diesem Häuschen, das ist der Bezahlautomat und daneben ist die Schranke, wo ihr dann reinfahren könnt. Da seht ihr dran, Campingcar 6 Euro und Taxe 66 Cent. Ja, und ich mag es hier wirklich so mit diesem, ja, mit dem Naturbelassenen, ne? Das finde ich richtig toll. Ui. Hier vorne finde ich aber ganz gut, trotz dass es nur so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Effa-Stellplatz ist, ist hier vorne Defibrillator. Das finde ich gut. Ja, hier sind noch Informationen, wo wir natürlich überhaupt nichts von lesen können. Nee. Ne? Da ist nochmal vorgeschrieben, dass die Hunde angeschnallt werden sollen. Ja. Da sind Kackbeutel. Kackbeutel? Hunde-Kackbeutel. Okay. Ja, genau. Und dann ist das hier vorne, ist das ein bisschen parzelliert mit so kleinen Holzbalken, ja, die in den auf dem Boden liegen und hinten wird es dann ganz wild. Ja, da steht man dann einfach, wie man möchte. So, komm, wir gehen mal zu einem Häuschen. Was haben wir da? Wie gesagt, er ist komplett F. Ja, macht aber nichts. Nee, muss nicht. Chemietoilettenentsorgung? Genau, hier habt ihr einmal eine Chemietoilettenentsorgung. 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr nicht. Mhm. Hier gibt es ganz klare Regeln, von wann bis wann du was machen darfst. Ein paar Waschbecken. Ja, hier könnt ihr euch ein bisschen Wasser holen. Da ist ein Feuerlöscher, was ja auch ganz wichtig ist. Ne? Das also ist schon Feuerlöscher sollte man abenteuerlich haben. Abenteuerlich, ne? Ja.
Ja, hier sind wir uns jetzt ein bisschen unsicher. Da steht WC Damen, WC Männer, Dusche. Da steht ein Schild von 8.30 Uhr bis 17 Uhr. Aber das ist alles versperrt, das ist alles abgeschlossen. Es ist aber auch noch nicht 8.30 Uhr. Gut, es ist 8.38 Uhr. Es wird aber hier noch irgendwas gebaut. Ja. Da sieht man noch was. Und hier, hier stehen zwei auch Container. Ja. Oh, da ist was. Oh, da ist ein Klöchen. Oh. Da möchte ich aber auch nicht drauf gehen. Aber dann habt ihr doch Toiletten hier. Okay, es gibt Toiletten. Feuerlöscher ist hier, dann habt ihr hier nochmal Hundekacke bitte wegmachen, was viele Leute nicht machen. Hunde anschnallen und Holzkohlegrill darf nicht benutzt werden. Genau, aber Gasgrill darf man benutzen. Ja. Ja. Jetzt warten wir gerade mal, bis das die Entsorgung frei wird, weil die möchten wir euch natürlich auch zeigen. Die Sonne kommt gerade schon, seht ihr das? Mhm. Und man kann sich hier sehr schön in das Schilf stellen, das finde ich gut. Ja, ja. Da hinten sind die zwei besten Plätze, rechts und links. Ja. Die sind nämlich, da sind die Menschen einfach ins Schilf reingefahren, das ist voll cool. Und da ist, wie gesagt, ein Durchgang, wo ihr dann sofort zum Strand kommt. Say you love me, say you don't. Just give me something, so I can move on. Pull me closer, or push me away. Let me know if we'll be okay. 'Cause I can't stand another moment of you playing with my mind. I'm so tired. Und hier stellt man sich einfach, ja, man stellt sich einfach hin, ne? Ja, genau. Wo gerade ein Plätzchen frei ist, ne? Cool. Cool. Ja, direkt neben diesen beiden Toiletten habt ihr hier dann die Entsorgung. Genau, eine Bodenrinne mit einem Bodeneinlass, ne? Ja. Hier gibt es Frischwasser und... hier ist ja nochmal eine Toilette entsorgen. Genau, hier unten könnt ihr nochmal die Toilette entsorgen. So wie das aussieht, kostet das Frischwasser hier nichts. Nee, kannst einfach Frischwasser nehmen. Kostet kein Geld. Ja, auf der anderen Seite war noch mal ein kleiner Wasserhahn. Ja. Entsorgen ist okay. Und das für 6 Euro, ne? Und so nah an Saint-Tropez dran, ne? Das ist schon, schon cool. Ach ja. Können wir vielleicht mal Danke sagen? Und zwar haben wir den Stellplatz gesehen auf Instagram, ne? Mhm. Bei Venisiert. Richtig. Wir haben euch dann angeschrieben, haben euch gefragt, wie es aussieht, es voll geht oder wie auch immer. Und ihr habt uns noch ein paar andere Stellplatztipps gegeben. Also, ihr Lieben, vielen Dank. Ja, wir denken fast, dass wir hier Silvester feiern werden. Wir werden das mal gucken. Aber auf jeden Fall danke, danke, danke für den Tipp. Ach, ich bin welche weggefahren. Heute Morgen war schon reger Verkehr. Die ersten sind weggefahren um 6 Uhr. Ja, was ist 6 Uhr denn für eine Uhrzeit, um wegzufahren? Also mir gefällt der Platz. Mir gefällt er auch. Das ist nichts Besonderes. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Aber eigentlich ist es genau das, was wir haben wollen. Und die beiden da mit diesem Renault-LKW, die haben wir gestern am Strand kennengelernt. Die haben einen ganz lieben Hund. Liebe Grüße gehen raus an Achilles. Ne? Ja, genau. Auch der Hund, der war so süß. Der war so süß zur Betty und Wilma. Uftour.de. Der ist ganz groß und der hat sich hingelegt, damit er so groß ist wie Betty und Wilma. Voll süß. So, und da ist der Stellplatz, den ich meine. Zwei Stück stehen da. Ja. Drin. Mitten im Schilf? Mittendrin. Das finde ich so cool. Ich finde das super angelegt hier. Ist echt eine coole Location. Ja, total. Das macht richtig Spaß hier. Wenn jetzt heute Saint-Tropez noch so geil ist, wie ich mir das vorstelle, dann haben wir alles richtig gemacht. Grandioser Tag. Ja. Guck mal, wo die alle herkommen. Klebe, Klebe. Ja, ganz, ganz viele Deutsche sind hier. Ganz, ganz viele. Echt.
Kracher. Kracher? Kracher. So richtig Kracher? Yes. Hat schon einer eine schwache Batterie? Ja, vielleicht. Ja, dann schwenke ich jetzt noch einmal hier rum, dann gehen wir unseren Weg wieder hier hoch. Und dann ist alles wieder gut. Also hier stellt ihr euch hin. So einmal im Rondell. Also wenn ihr mal zu Côte d'Azur wollt, wir sind das erste Mal hier. Den Platz können wir euch empfehlen. Ja. Der ist wirklich cool. Und ich glaube, hier waren wir nicht zum letzten Mal. Nee, das glaube ich auch nicht. Jetzt zeigen wir euch noch unseren Stellplatz, denn wir haben uns eine Wagenburg gebaut. So. Ja, wir stehen hier vorne. Überall Hunde. Haben uns eine Wagenburg gebaut. Ja. Den Hundezaunschüppchen drin aufgebaut. Oh, Nicole ist wach. Ui, guten Morgen. Oh, jetzt hört man unsere Mädels, die sind auch wach. Ja. Also wir stehen hier vorne in dieser ersten Reihe an den Bäumen. Ich denke mal, im Sommer ist man auch froh, wenn ihr ein bisschen Schatten haben könnt. Hier ist kein Schatten? Ja, nee, hier ist kein Schatten. Schatten habt ihr hier eigentlich sehr wenig. Nee, gar keinen. Nee. Ihr habt gar keinen Schatten. Ich würde sagen, dann machen wir hier zu Ende. Das war der Stellplatz Ramatuelle. Ja, genau. Und zwar heißt der, die Adresse hier ist Bonne Terrasse. Ich habe es bestimmt wieder falsch ausgesprochen. Also in unserem Frankreich-Aufenthalt habe ich sehr viele böse Kommentare über meine Aussprache. Kriegst du ja immer. Tut mir leid, ich spreche kein Französisch. Ja, auf jeden Fall Bonne Terrasse heißt das hier. Okay. Oben. Tschüssi. Ja. Tschüssi. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot?